ganz alleine schuld. Hör auf, mich zu maßregeln. Ich höre Stimmen nun. Aaron kennt sich dort aus. Er ist völlig sicher, solange er keine Aufmerksamkeit erregt. Wenn ihm etwas zustößt, bist du raus. Dann beschützt dich Chaska hier nicht länger. So, und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir haben die nächste Nebenquest. Genau, ich freue mich auch. Und wir fragen mal an, was hier Sache ist. Hakan? Wer bist du? Ich bin ein Wolf im Schafspelz. Weißt du noch? Also. Priesterin. Ich habe dich ohne Kostüm nicht erkannt. Schön, dich wiederzusehen, liebe Freundin. Gleichfalls. Wie geht's Kayara? Dank dir hat sie noch einen Vater. Soweit ich weiß, sind wir gemeinsam aus dieser Zelle rausgekommen. Wie ist es dir ergangen? Ich gebe mein Bestes, um eine zweite Chance zu nutzen, aber ich habe vielleicht keine Wahl. Wo liegt das Problem? Aaron, einer der Männer hier, arbeitet in der Kaserne der Wachen in der Oberstadt. Er sollte sich für mich dort umsehen, aber er ist nicht zurückgekommen. Du fürchtest, ihm ist was zugestoßen. Seine Schwester, sie macht sich immer Sorgen. Aber sie hat recht. Wenn Aaron wegen mir in Gefahr ist und die Frau, die das kleine Durchgangsheim im Müll betreibt, das rauskriegt, dann müssen Kayara und ich gehen. Ich könnte Aaron für dich suchen. Wenn er Schwierigkeiten hat, kann ich ihm vielleicht helfen. Ein Talent für sowas hast du ja, das stimmt. Hast du deine Priesterkleidung noch? Ja, die habe ich noch. Gut. Aaron ist ein Wächter in der Kaserne in der Oberstadt. Mit der Verkleidung kommst du sicher durch die Tür. Na, gratuliere. So zwei Gräber nach Aaron suchen. So heißt mein Physio. Nochmal hier alles. Ein Gruß an Aaron. Hui, dann hätte ich mal gesagt. Machen wir mal weiter, legen wir los. Auf geht's. Ich bin gespannt, wo uns der Weg hinführt. Ach, hier müssen wir wieder entlang, okay. Okay, alles klar. Na ihr Honks. Obacht, heiß und fertig. So, sehr schön. Jetzt müssen wir noch an dem vorbei, ne? Kann ich mit dir reden? Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Idiot. So, wir quetschen uns nochmal wieder durch. Da flackt einer dort. So, ja, mal gucken. Halt. Wir müssen uns tatsächlich hier durchquetschen. Entschuldigung. Kann ich mal. Vielen Dank. Thank you very much. Hier müssen wir entlang. Ah, Priesterin. Unsere tapferen Krieger haben gerade für Kukulkan einen Sieg errungen. Dafür verdienen sie einen Segen, oder? Ja, natürlich. Wunderbar, das wird sie freuen. Hierdurch. Yeah, ich bin begeistert. Sehr schön. So. Ein Licht. Nein.
Okay, hier können wir nicht durch. Doch gerade noch hier gelaufen, oder nicht? So, wir looten das mal natürlich hier. Okay, wir müssen tatsächlich hier entlang. Ich habe ehrlich gedacht, wir müssen erst dann auf, ne? Aber okay. Ach ne, hier geht's auch nur bis hier, ne? Ja, okay. Sodala. Que sabáis de al que él va a sacar mucho que. Junge, Junge, Junge. So, wir looten den mal. Wir looten den mal. Wir können hier nach oben. Ah, guck mal her. Wir hätten hier nach oben gehen können. Ne? Aber okay, ist halt so, ne?
Haben wir hier was? Nee. Okay, hier müssen wir nach oben, theoretisch. Rauchbomben, sehr schön. Okay, dann geht's hier nicht weiter. Aber hier noch hin geht's. Eieiei. Oh, oh, wo kommen wir jetzt hier raus? Aaron? Ganz ruhig, ich... Hast du etwa das hier gesucht? Diese Symbole ergeben keinen Sinn. Vielleicht ein Code oder... So eine Art Notiz. Ich kenne die benutzten Symbole nicht. Sieht fast so aus, als wäre sie verschlüsselt. Alter, willst du mich verarschen hier? Ich muss hier raus. Ich frage nur, wie und wo und warum. Gibt's hier was vielleicht noch? Nee, okay. Okay, ich muss hier wieder raus. Warum? Sind hier noch welche? Nee, ne? Komm, wir nehmen mal das mit. So, dann gucken wir mal. Yeah. Ich bin begeistert. Wir looten. Alter! Axtexekution, willst du mich verarschen hier?
Okay, wir müssen wieder hier nach oben. Oder? Ja. Dann folgen wir ihm mal. Uiuiui. Das sieht aber auch schon wieder so cool aus hier, ne? So, gehen wir hier nochmal durch. Luden hier? Nee. So, wir sind aber hier anscheinend... Halleluja! Ah, sehr schön. Müssen wir keine Waffe hier mehr nehmen? Aber sieht schon, wo sind wir hier? Ach, holla, die Waldfee. So. Naja, aber wo ist jetzt Aaron? So, das Herz der Schlange. Ach, das ist das DLC, das Herz der Schlange. Ahnung, folgen. Müssen wir ihm hier folgen? Okay, wir müssen hier irgendwie... Ups. Wir müssen hier dann doch hier nach oben. Ach, hier das Fell nehmen wir noch mit, oh Freunde. Luden. Wieso liegen gelassen? Ich wurde fast entdeckt. Was sollte ich tun? Weißt du, sie ist noch da. Was ist, wenn sie die Leiche finden? Er hatte keinen Dienst. Den vermisst so schnell keiner. Gut. Dann gehst du zurück und holst sie. Ich gehe da nicht mehr rauf. Ich kann nicht gehen. Auf mich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Es tut mir leid, Hakan. Ich hab's probiert. Ich hatte die Nachricht fast. Ich weiß, Bruder. Ich weiß. Und dann komme ich ins Spiel. Du bist heil rausgekommen. Das ist sehr gut. Aaron, diese Frau hat mich aus dem Gefängnis befreit. Sehr erfreut. Ja, dabei fällt mir ein, es ist peinlich, aber wie heißt du eigentlich? Ich heiße Lara. Gut, Lara. Wie du siehst, ist Aaron unversehrt zurück. Ich habe dich wohl völlig umsonst losgeschickt. Tut mir leid. Vielleicht nicht völlig umsonst. Sagt dir diese Nachricht irgendwas? Wie hast du... Ich habe gesehen, wie Aaron die Wache ausgeschaltet hat. Die Priesterin? Das warst du? Ja. Es war klug abzuhauen, Aaron. Hätte man dich erwischt, wäre die Nachricht verloren gewesen. Ich kenne die benutzten Symbole nicht. Das ist eine Geheimsprache, in der Amaru mit seinen Leuten kommuniziert. Angeblich steht hier drin... Wir glauben, hier steht, wo sich das Nest des Hohen Rats befindet. Nur die Mitglieder seines Kults können das lesen. Kannst du es entziffern? Meine Schwester Azi, sie... Darf ich antworten? Azi war meine Frau und früher eine Anhängerin von Amaru. Sie hat mir die Geheimsprache beigebracht.
Hast du ihr den Kult ausgeredet? Das hätte niemand geschafft. Azi hat immer selbst entschieden. Klingt nach einer sehr starken Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Und steht in der Nachricht, wo wir hin müssen? Wir? Also schön. Kennst du das verlassene Dorf am Rande des Orts? Ich kann's finden. Gut, wir treffen uns dort. Yeah, sehr schön. Das war eine verschlüsselte Nachricht. Hakan sagt, es handle sich um eine Geheimsprache, mit der Amaru und sein Kult kritische Informationen weiterleiten. Wenn wir nicht zurück sind, kommst du mit Verstärkung nach. Schaffst du das? Ja. Sehr schön. Dann hätte ich doch gesagt, können wir was herstellen eigentlich? Fähigkeiten, Freude. Zwei Fähigkeitenpunkte haben wir, okay. Oh, wir müssen noch einiges herstellen, ne? Der Preis des Überlebensfähigkeitenpfad. Grenadier, ach, das war das, okay. Sehr schön, dann gucken wir noch mal hier rein. Hier können wir noch was herstellen. Wo können wir was herstellen? Ich kann nirgendwo was herstellen, oder? Ich will die Waffen alle vollständig. 1 von 8. Das war echt kaputt. Ah, hier können wir was verbessern. Ja, 6 Himmelsschienen. Nein, uns fehlt so ein Tiger-Ding. So, Ausrüstungsgegenstände, Köcher, schieß mich tot. Okay, dann hätte ich gesagt. Machen wir mal hier gepflegt weiter. Ja, mit der will ich jetzt eigentlich auch gar nicht labern da. Hui! So, wir gehen mal hier nach oben. Hallo, ich will dich streicheln. Ja, fein. Ich suche hier einen Truthahn. Übrigens, denn dafür gibt es auch eine Trophäe. Wir müssen hier komplett nach hinten, ne? Okay, dann heißt es hier nach unten wieder gehen. Ups. Verzeih mir. Komplett andere Richtung da. Yeah, looten. Schade. Looten, yeah. Hier ist ein Laden. Können wir hier Muni kaufen. Wir gucken mal, was wir hier kaufen können. Hallo. Wie läuft's denn so? Willkommen. Waffen, ey, wir brauchen Muni. Ja, komm, wir verkaufen mal das alles. Die Blätter sind für uns. Sehr gut. Findest. Da haben wir 40.
Komm, da verkaufen wir mal 40, weil wir es können. Die Götter sind für uns. Das ist schön. Das ist prima, Freunde. Jaguarhaut brauchen wir, ne? Sehr gut. Schwarzpulver brauchen wir keinen. Rucksack. Der Rucksack ist nicht verkehrt, ne? Die Götter sind für uns. Yeah! Danke, Ishik. Ich hab zu danken. Gehen wir noch geschwind zu dem hin. Hallo. Schau, was ich für dich hab. Ja, ich guck mal. Abenteuerköcher, komm, nehmen wir mit. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Überreste, bliblablo, ja, ja, ja. Ich bin immer bereit zum Handeln. Wo nicht erst. Yeah. Mit dir können wir auch noch verhandeln. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ja, das ist doch herrlich, ist das. So, dann müssen wir hier rüber, okay. Dann machen wir das doch mal. Wir müssen wieder hier rein. So, wir looten hier mal alles schön zusammen. Dann stampfen wir hier mal wieder durch den matschigen Morast. Na, 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 Vorsicht, liebe Lehrer, Vorsicht. Das wird einmal tiefer, das Klump da, ne? So, hier noch rüber. So, weil es so schön war, haben wir auch noch mal ein bisschen Matsch. Yeah, und dann hätte ich gesagt, weißt du was, dann gucken wir noch mal hier schnell rein. Inventar. Hey, jetzt können wir es herstellen, sehr schön. Na, mache nicht. Na, sexy, 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 sexy. Wo war es? Kriegsweste. Sechs Himmelsbeinschienen. Naja. Überlebende, Kommando, ja, ja, alles schön und gut. Hier haben wir Köcher plus. Köcher plus plus, Tasche plus. So, haben wir hier noch was? Wir haben hier, glaube ich, gar nichts zum Herstellen, ne? Yeah, komm, lassen wir mal so. Ja, sehen uns dann wieder morgen, alle frische. Und dann machen wir mal hier weiter. Müssen wir darüber. In diesem Sinne, macht's gut. Servus. Euer Franconian. Ciao.